So, Bildbearbeitung. In diesem Fall mal ein Bild vom Vesperer mit dem Elefantennebel. Und das Erste, was wir immer machen, wir gucken erstmal. Hier haben wir das Bild. Ich benutze dafür immer das resultierende letzte TIFF. Es gibt also ein TIFF, was da abgespeichert wird. Man kann auch manuell abspeichern. Und wenn ich das TIFF mal lade und das Ganze mal hier so ein bisschen heller mache, sieht man noch nicht sehr viel. Ja, also wenn ich jetzt mal das noch mehr aufdrehe in der Helligkeit. Augenblick, so. Helligkeit noch höher. Dann sieht das ganz beschissen aus. Weil diese TIFF-Bilder eben keine reinen Bilder sind, sondern das sind Datendateien. Es gibt zu diesem TIFF also hier auch noch ein resultierendes JPEG. Das können wir uns auch mal eben angucken. Da sieht man dann schon mehr da drauf, ne? Also hier kann man jetzt schon den eigentlichen Nebel gut erkennen. Das sieht doch auch schon ganz schön aus, finde ich. Ne, ein bisschen heller gemacht, ansonsten haben wir hier viele Sterne, Dunkelnebel, den Elefantenrüsselnebel hier oben in der Ecke, gerade noch drauf. Und dann das gesamte Nebelgebiet. So, und dieses Bild werde ich jetzt dann mal bearbeiten. Ich möchte die Sterne kleiner haben und ich möchte den Nebel konturreicher haben, dass das Ganze mehr voneinander abgesetzt ist. Und mal gucken, wie das da mit den dunklen Nebeln wird. Die werden wahrscheinlich auch noch kontrastreicher. Das Erste, was ich also machen muss, ist das, was im Prinzip ich gerade hier mit IrfanView schon mit dem JPEG gemacht habe. Das muss ich mit dem TIFF tun, nämlich das Bild stretchen. Und das mache ich in der Regel immer mit Siril, weil das hat eine relativ einfache Funktion und die ist gut handelbar. Das heißt, ich lade hier das TIFF rein. So, haben wir das Vesperer. Da ist das Vesperer. Dann habe ich hier ein Tutorial angelegt. Wo habe ich den? Da oben direkt. So. Hier ist also unser TIFF. Lade ich rein. Und jetzt ist das Erste, was ich hier, das Einzige, was ich mache, unter Bildbearbeitung, gehe ich auf diese verallgemeinerte hyperbolische Strecken. Streckungstransformation. Jo, ich stelle mir vor, Pixelzeit hat andauernd solche komplizierten Worte. Also da gehe ich drauf. Dann kommt hier dieses Fenster. Kann ich ein bisschen wegschieben, damit man das sieht. Und dann muss ich eigentlich nur hier den Schieberegler ein bisschen verschieben. Und dann sieht man schon, von links kommt das Signal. Und jetzt sieht man links schon das Bild. Jetzt kann ich schauen, wenn ich das weiterschiebe, wird es natürlich heller, ne? Ich mache das nicht zu dunkel. Also, ich möchte schon eine einigermaßen gleichmäßig verteilte Helligkeit auch der Dunkelbereiche haben im Bild. Denn wenn wir nachher Sterne vom Bild trennen, dann möchte ich den gesamten hinteren Bereich als ein homogenes Bild haben. Also, aber das muss ich wieder mal gucken. Ne? Jetzt ist hier der Peak, ist ungefähr hier an der Stelle. Und wie ihr seht, kriege ich hier gerade Nachrichten von meinem Co-Astronomen, denn von ihm stammt dieses Bild. So, hier geht es erstmal weiter. Und das ist erstmal alles. Ich kann das jetzt anwenden. Dieses Stretchen ist immer eine gefühlsmäßige Angelegenheit, weil das ist dann gleich das Material, mit dem wir den gesamten Bildbearbeitungsprozess durchexerzieren werden. Je nachdem, wie man stretcht, muss man auch anders bearbeiten. Ist also ein Erfahrungswert. Oder auch einfach nach Geschmack. So, hier gehe ich auf Anwenden. Dann schließe ich dieses Fenster und jetzt ist das Bild, steht das hier zur Verfügung. Jetzt muss ich das nur noch hier oben rechts, ist so ein kleines Häkchen, speichern. Und das mache ich dann auch wieder in das Verzeichnis Tutorial rein. Wo ist das Tutorial denn? Achso, unter Vesperer natürlich da. Genau.
und nennen das immer den Namen von dem, von der Datei. Das waren also 1671 aufgenommene Bilder, die hier schon vom Vesperer zusammengerechnet wurden. Nenne ich dann Serial und Save. Ja, speichern. So, das ist alles, was ich mit Serial mache. Denn jetzt wechseln wir rüber zu Affinity. Affinity Photo ist da die Bildbearbeitung. Ich lade das hier hinein. Serial TIFF. Fertig. Jetzt haben wir hier rechts die Ebenen. Das ist jetzt also einmal da. Ich muss es direkt duplizieren. Ich möchte mir das Original, das nenne ich dann Ori, behalten. Und aus diesem hier, da möchte ich mit dem Star Exterminator die Bilder, die Sterne entfernen. Und das machen wir jetzt mal. Das ist also nur das hier ausgewählt. Und jetzt gehen wir hier auf Filter, Plugins, RC Astro, Star Exterminator. Ich wähle immer das Large Tile Overlap, das macht bessere Qualität. Dauert aber länger. Mal gucken, wie lange das dauert. Jetzt ist es also 9:04 Uhr und das scheint okay zu sein. Das kann man mal eben abwarten. In der Zwischenzeit trinke ich ein Schlückchen Morgenkaffee. So, jetzt haben wir also alle Sterne herausgerechnet mit dem Star Exterminator. Jetzt sehen wir nur den nebelhaften Bereich und der ist hier schon also deutlich größer zu erkennen als vorhin gedacht. Und hier sind Dunkelwolken und Sterne. Da ist also so nicht viel Besonderes zu erkennen, ne? Dunkelwolken sind halt schwarz. Jetzt haben wir also hier zwei Ebenen. Die originale Ebene mit den vielen, vielen Sternen. Und die entfernte Ebene. Das reicht aber noch nicht. Ich brauche noch eine dritte Ebene. Ich muss nämlich, um die Sterne verkleinern zu können, den Nebel vom Original abziehen. Das macht man, indem man hier die beiden auswählt und hier runter geht. Da gibt es eine Abteilung Differenz. Und jetzt werden nur noch die Sterne angezeigt, weil ja der Nebel rausgerechnet wurde durch das Differenz, die Differenzanwendung, nenne ich es mal so. Das Bild, was wir aber jetzt sehen, muss ich auch erst einmal dann speichern. Das sagt man also sichtbare zusammenlegen. Und dann erscheint hier eine neue Ebene. Und die nenne ich dann Stars, weil das ist die Sternebene. Dann haben wir jetzt das, was wir brauchen. Wir haben die reinen Sterne oder den reinen Nebel. Oder eben das Originalbild. Das Original behalte ich mir immer nur hier unten dann weiter drin, für den Fall aller Fälle, falls ich irgendwelchen Mist baue bei der Bildbearbeitung. Dann kann ich direkt nochmal alles machen.
So, also, zuallererst bearbeite ich jetzt den Nebel selbst. Wir können spaßeshalber hier mal auf Automatikmodus gehen, das mache ich aber manchmal nur, um mir einen Überblick zu verschaffen. So, jetzt sieht man also hier, ne, das ist jetzt schön farbverfälscht. Man sieht auch noch, hier ist noch nicht richtig fertig gerechnet, also das Mosaik hätte noch länger laufen können, aber das stört nicht, das rechnen wir nachher alles weg. So, wie sieht es denn hier, wenn ich den Kontrast vergrößere aus? So, das kommt dann schon eher in die Richtung, wie ich es nachher haben möchte. Ne? Man sieht hier sehr schön die hellen Ränder dabei. Ich gehe mal ein bisschen drauf. So. Sehr schön den hellen Rand des Elefantennebels sieht man da. Ja, aber es ist halt überall noch sehr grisselig und das wollen wir alles wegbearbeiten. Und ein schönes, ausgeglichenes Bild wollen wir kriegen. Jetzt gibt es hier oben mehrere sogenannte Personas. Hier gibt es die Develop-Persona, die benutze ich immer als allererstes für das Star Exterminator-Bild, weil ich hier sehr schön die Helligkeit und Kontrast und andere Dinge schon mal einstellen kann. Helligkeit mache ich hier also mal höher, Schwarzpunkt lasse ich mal so drin, Belichtung auch. Dann können wir hier noch Sättigung und Leuchtkraft erhöhen, je nachdem. Ein bisschen mehr Sättigung vielleicht. Nicht zu viel, sonst wird es kitschig. Dann gehen wir hier noch auf Schatten und Lichter. So, mal die Schatten erhöhen. Ja, jetzt sieht man also, es kommt in einem gleichmäßigen Aufhellungsprozess dazu, dass man jetzt also schon alles sehr schön sehen kann. Wenn ich jetzt zu weit nach rechts drehe, dann kann es passieren, dass mir bestimmte Bereiche schon überbelichtet werden. Also ist immer Geschmackssache. Ich möchte es so ungefähr möchte ich das haben. Lichter sind jetzt keine drin, deswegen bringt es nichts, hier mit Lichtern zu verschieben. Jetzt kann ich noch auf Details gehen. Ich kann die Details ein bisschen verbessern. Mal gucken, ob das was nützt. Ja, es sieht jetzt schärfer aus, ne? Also wenn man jetzt hier in den Bereich reinzoomt und ich nehme mal Details verbessern kurz wieder raus. So war es also ohne die Details, etwas unschärfer. Und so ist es dann mit den Details. Man kann damit was dran spielen und übertreiben. Da kann man auch. Ich will nicht übertreiben, ich will nur ein bisschen die Kanten klarer machen. So, jetzt habe ich im Prinzip hier in der Develop-Persona schon alles gemacht, was ich machen wollte. Jetzt gehe ich also auf Entwickeln. Oben links. Hier mal wieder ein bisschen vollformatig. Das angesprochene Gekrissel muss jetzt weg. Und dafür benutze ich das Plugin von Topaz, Topaz Photo AI. Gehen wir jetzt mal rein. Gucken dann direkt mal hier den Bereich an. Jetzt muss der erstmal ein bisschen das Bild analysieren. Das geht aber relativ schnell. Und dann schlägt er gleich auch eine Verbesserung automatisch vor und rechnet die auch schon durch. Das sieht man hier oben. Hier fängt er jetzt an, also durchzurechnen. Der Kreis geht jetzt hier so rum. Das geht relativ schnell, wenn er erstmal angefangen hat. So, jetzt kann ich also schon mal sagen, mit dem, was er mir ausgesucht hat, er hat also nur Removing Noise angewählt, normal und hier einen Wert, das hat er alles automatisch gemacht. Jetzt kann ich mir sagen, ja, gefällt mir das oder möchte ich das noch ein bisschen anders? Jetzt kann man hier natürlich mit rumspielen, ich gehe mal auf Extreme, das De Blur lasse ich mal weg und nehme den mal hier hin. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ja, eigentlich sieht das schon ganz schön aus, weil der macht nicht nur das Gekrissel weg, sondern er zieht eben auch hier die Linien dann dahin. Jetzt muss man halt gucken, dass nichts zu sehr verloren geht. Also es ist ein bisschen zu extrem vielleicht, ne? Das gehen wir mal zurück. Das Ziel sollte eigentlich sein, dass nur das Gekrissel weg ist. Jetzt gehe ich mal ganz runter.
So, wenn wir jetzt mal vergleichen, ne? Also wir haben hier diesen schönen Bereich und dann geht hier so ein trichterförmiges Gebilde ab. Das ist alles noch da zu sehen. Ne? Es könnte noch ein bisschen weniger weich gezeichnet sein. Gehen wir mal auf Strong. Das Blur lasse ich wieder weg. So, was macht er jetzt? Ja, ne, jetzt kann man also schon sogar bestimmte Konturen erkennen, die wir auch zu erahnen. Dieser Trichter, der ist hier unten ein bisschen heller und da ein bisschen wieder dunkler. Das kommt hier schon sehr schön rüber. Das hier muss jetzt nicht total scharf sein, das Bild. Ich will nur, dass das Gekrissel weg ist und dass ich alle Details, die ich hier links hier erahnen kann, hinter dem Gekrissel, dass davon nichts verloren geht. Und ich finde, das ist schon alles da. Dann kann ich das jetzt abspeichern und damit in Affinity weiterarbeiten. So. Das Bild ist jetzt erst einmal schon ganz gut. Der nächste Schritt. Ich werde jetzt mal mit den Farben spielen. Da gibt es hier eine sehr schöne Funktion, die heißt selektive Farbkorrektur. Das ist dann auch eine sehr subjektive Angelegenheit. Man kann also die verschiedenen Kanäle im Bild verändern. Wenn ich hier mit den Rottönen anfange, mal gucken, ne? Wenn ich hier nach links gehe, seht ihr, das fängt mehr an zu strahlen. Hier geht es dann mehr in so einen diffusen, weiß ich nicht, was das für eine Farbe sein soll, ne? Also, ich möchte es etwas strahlender haben, das finde ich gut. Der Magenta-Anteil davon, wenn ich das hier rüber schiebe, wird er gelber. Hier wird er dann mehr Magenta, das ist mir zu viel. Also, ich finde es ein bisschen rötlicher eigentlich schön. Vielleicht nicht zu rot, machen wir so. Gucken, ob wir den Gelbanteil davon noch machen. Das wird mir zu orange. Das merke ich auch schon zu orange, ein bisschen mehr rot. Das waren jetzt nur die Rottöne. Jetzt gehen wir mal auf Gelbtöne und gucken, ob der überhaupt Gelbtöne hat. Ja, er hat auch Gelbtöne drin. Die nehmen wir auch mal dazu. Ja, und dann haben wir hier, können wir schon verschiedene Farben innerhalb des Nebels nämlich differenzieren. Das ist eine sehr, sehr subjektive Arbeit, die ich hier mache. Wirklich nach meinem eigenen Geschmack und hier kann man auch viel falsch machen. Also. Wenn man zu lange auf so ein Stück, auf so ein Bild guckt, kann man vielleicht manchmal ein bisschen die Kontrolle verlieren in Sachen Farben. Schauen wir mal, was den Grünanteil angeht. Ist da Grün überhaupt drin? Ich sehe nämlich keins. Es ändert sich irgendwie auch nichts, ne? Ist kein Grün drin. Lassen wir mal weg. Was haben wir hier noch? Cyan. Hat sich da was? Nö, auch keine Cyantöne. Unten rechts vielleicht, ne? Also. Hier, aber das gefällt mir sowieso. Muss ich probiere mal aus. Naja, das wird mir zu grün da unten. Weg damit, weg damit, weg damit. Das hat also jetzt eher hier ein bisschen sich verändert. Ne? Gucken, wenn ich den hier auf schwarz drehe, aber hier kann man den Unterschied sehen. Ne? Ich möchte natürlich schwarz haben, wo schwarz ist. Gehen wir zur nächsten Ebene, die Blautöne. Mal gucken, sind Blautöne drin? Ändert sich irgendwas? Ja, jede Menge, ne? Unten rechts im dunklen Bereich wieder. Also weg damit. Raus. Will ich nicht. Und dann haben wir noch die Magenta-Töne. Da ist natürlich jede Menge Magenta drin. Dann gehe ich mal wieder hier hin. Ja, das hat sich vorhin schon abgegolten mit den Rottönen. Ne? Hier unten links sieht man jetzt noch was. Wenn ich Magenta weiß mache, dann wird das hier weißer. Gehen wir mal lieber dahin. Die schieben wir mal hier hin. So, dann strahlt das hier ein bisschen magentamäßig. Jetzt gucken wir nochmal im gelben Bereich. Ja, doch, das ist ganz schön. Dann haben wir hier noch verschiedene Tönungen drin. Weißtöne, Neutraltöne arbeite ich normalerweise nicht mit. Mal gucken, was hier passiert. Ist da irgendwas? Ich sehe nichts. Mal den Regler nehme.
Ich sehe da keine Veränderung bei den Weißtönen. Dann bei den Neutraltönen. Das ist einer der grisseligsten Neutraltöne. Na, da kann ich also wirklich hoch belichten hier, wenn ich will, ne? Oder runter belichten. Das ist also schon sehr krass. So, jetzt kann ich also sagen, ich möchte ihn ein bisschen dunkler. Ich möchte alles ein bisschen dunkler haben. Jetzt schauen wir mal die Gelbtöne an. Da wird er wirklich gelb und hier wird er blau und violett und so. Hier wird er grün und bäh. Also die Neutraltöne, die sind, da macht man wirklich extreme Veränderungen dran. Deswegen mache ich die meistens nicht. Jetzt muss ich hier nämlich langsam wieder auf 0 zurückschieben. So, gucken wir hier nochmal. Aber so kann man halt Falschfarbenbilder erstellen, ne? Indem man verschiedene Bereiche anders einfärbt als ursprünglich mal aufgenommen. So ein bisschen heller noch. Das wird jetzt zusammengelegt. Und dann ist das im Bild abgespeichert. Als nächstes kann man das Ganze ein bisschen konturieren. Das kann man zum Beispiel hier im Filter mit Scharfzeichnern machen und der Klarheit. Wenn ich die Stärke auf 0 setze, habt ihr jetzt gerade gesehen, dann wird es sehr weich. Wenn ich auf Maximum setze, dann sieht man hier extrem viele Konturen. Das ist mir auch schon ein bisschen zu dramatisch. Also wähle ich hier mal so einen Bereich aus, der mir passt. Ja, vielleicht so, ne? Anwenden. Jetzt kann ich, und das mache ich auch häufig, über das Ganze noch ein Objektivfilter legen. Das heißt, ich kann also das Ganze ein wenig orangener machen oder ein bisschen roter oder blauer, je nachdem, wie mir das so gefällt, ne? Also in diesen Bereich gehen. Und auch die Intensität dieses Filters kann ich natürlich verändern. Jetzt ist ja nur noch blau, ne? Also ich möchte natürlich ein bisschen blau, möchte ich gerne haben. So ist dann quasi original und jetzt ein bisschen mehr so, nicht viel. Dann sage ich zusammenlegen. Kommen wir zur nächsten Ebene. Jetzt kommen die Sterne dran. Also, das sind im Prinzip ja jetzt die Originalsterne vom Vespera, nur losgelöst vom Nebel. Und wir haben hier teilweise sehr dicke, sehr helle Sterne. Und wir haben auch recht viele Sterne. Hier kann ich auch mal spaßeshalber eine Automatik drüber laufen lassen. Da passiert gar nicht so viel, wie ich gerade feststelle. Ist okay, also das wirkt schon ausgeglichen. Aber ich möchte die Sterne kleiner haben. Und da gibt es eben hier unter Filter dann, wenn man es gekauft hat, das habe ich gestern getan, von RC Astro, das ist Russell Crowman. Star Shrink. Und jetzt habe ich natürlich noch einen Fehler gemacht, wie ihr seht. Cancel. Ich habe die falsche Ebene ausgewählt. Ich muss ja die hier auswählen. Stand noch auf Star XT. Also noch einmal Filter, Plugin, RC Astro, Star Shrink. So, da kommen jetzt die Sterne schon. Jetzt kann man hier korrigieren, mal gucken. Ja, so wird es kleiner, da wird es wieder größer. Gehen wir mal auf das Kleinstmögliche, was noch Sinn macht. Vielleicht so Strength. Ja, da kommen dann Artefakte, wenn ich das übertreibe. Das muss man vorsichtig, muss man mit üben. Dass man sagt, so möchte ich das haben. Sharpness. Ja, dann werden die wieder ein bisschen größer, ne? Oder ich mache es sehr scharf. Mittelbereich und so, vielleicht hier. Mal gucken, ob mir das schon gefällt. Ja, ist ein bisschen kleiner geworden. Und ich möchte ja nicht übertrieben kleine Sterne da haben. Jetzt können wir noch an den Sternen arbeiten und sagen, ich möchte die Farbigkeit verändern. Zum Beispiel hier Leuchtkraft. Wenn ich da drauf gehe, dann habe ich hier Leuchtkraft und Sättigung. Ich drehe mal die Sättigung auf.
Dann sieht man jetzt sehr viel gelbe und sehr viel blaue Sterne. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Leuchtkraft macht das nicht ganz so stark. Mal hier mal gucken, ist vielleicht ein bisschen so. Soll mal reichen. Jetzt kann man hier den Mischmodus noch ändern. Das ist natürlich sehr krass, was da teilweise passiert, ne? Also, da kann man dann mal schauen. Linear nachbelichten, dann gehen schon Sterne verloren. Dunklere Farbe, dann haben wir hier mehr Sterne. Auch das ist ein Rumspielen. Hier jetzt negativ multiplizieren und es ist alles voll von Sternen. Abwedeln. Kann man rumexperimentieren, was einem gefällt. Ich benutze meistens den Normalmodus, um möglichst nah am Original zu bleiben. Zusammenlegen. Fertig. So, das waren die Sterne. Jetzt möchte ich mit den Sternen noch was ausprobieren. Dafür dupliziere ich die ebenfalls und nenne sie mal Star Spikes. Denn das ist jetzt genau das, was ich will. Ich werde jetzt einzelne Sterne hervorheben. Das ist durch das Plugin von Pro Digital Software Star Spikes. So, hier ist erstmal irgendeine Voreinstellung. Ihr seht, es ist jetzt sehr viel orange, es ist schon sehr viel hervorgehoben. Die Häufigkeit, also die Quantity, steht hier auf 100, das ist natürlich viel zu viel. Die Intensität aber mal ein bisschen höher. Mal gucken, ab wann hier dann irgendwelche. So, jetzt kommen hier diese schönen Sternchen. Ne? Aber das ist auch schon Christbaummäßig. Ich möchte diese Sternchen gar nicht haben. Ich möchte nur, dass einzelne Sterne ein bisschen hervorgehoben werden. Und dieses Plugin, das ist recht umfangreich. Da kann man sich länger mit beschäftigen, was man möchte. Hier ist Software Intensity. Wenn ich das aufdrehe, seht ihr, was ne, diesen runden Ball um die helleren der Sterne. Wer das mag, kann das machen. Ich mag das nicht. Ne, also weg damit. So, aber ich kann die Quantity nochmal hochdrehen, dass ich mehr Sterne sehe und dafür die Intensität, das ist dann das mit den Spikes daran, da weg. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was ich hier mache. Ne? Ich möchte es nicht übertreiben. So, vielleicht so. Dann habe ich jetzt hier, ich zoome da mal ein bisschen rein. Dann haben jetzt die helleren Sterne hier so einen leichten Stern, Star Spikes, deswegen heißt das ja so. Ne? Ich habe das auf 4 eingestellt, das kann man auch auf 6, 8, 12 solche Spitzen stellen. Ich mag 4. Ich mag 4 Spitzen. So, das sieht doch schon ganz nett aus. Kommen wir zum Zusammenrechnen der Bilder. Jetzt muss ich halt die Star Spikes und hier mein Nebelbild auswählen. Und die einfachste ist das Negativ multiplizieren. So. Und so sieht ungefähr nachher das Original dann aus. Und jetzt kann ich noch schauen, wenn mir irgendwas nicht gefällt, zum Beispiel hier an dem Nebel selber. Den mache ich mal ein bisschen transparenter. Wenn ich ihn ganz transparent mache, ist er nicht weg. Jetzt blende ich ihn hier quasi ein. Die Sterne haben ja einen schwarzen Hintergrund, sodass man hier also durch transparent machen des Nebels nichts verloren geht. Vielleicht mal so ein bisschen, ja. Werde ich die beiden, die sichtbaren mal zusammenlegen zu einem resultierenden Bild. Zusammenlegen. So. Jetzt habe ich also hier ein resultierendes Bild, das nenne ich mal 01. Jetzt gucken wir mal, was die Automatik macht. Ja, die dunkelt das noch recht ab. Ja, doch, ist okay, ne? Kann man so machen. Vergleichen wir doch mal mit dem Original. Das Original und die Bearbeitung. Jetzt kann man natürlich immer noch weiter bearbeiten. Ne? Man kann noch mehr Schärfe reinbringen, wenn man möchte. Ich kann also hier noch mal
in die Developer-Persona gehen, das ist immer am einfachsten. Und Kontrast vielleicht mal ein bisschen rausnehmen, dafür mehr Klarheit rein, werden die Sterne wieder heller oder weniger Klarheit. So, also eigentlich gefällt mir sogar besser mit weniger Klarheit, dass das Ganze hier ein bisschen homogener wird. Ne? Sättigung, das wird zu viel. Ne? Das ist dann schwarz-weiß, also vielleicht so viel Sättigung. Weißabgleich habe ich vorhin auch nicht gemacht. Mal gucken, ich kann die Tönung hier verändern. Bisschen mehr in den Magenta-Bereich und dann hier die Temperatur vor allem. Das wird dann sehr rot oder hier. Das sind dann keine schönen Ergebnisse, wenn man sich da wenn man da übertreibt. Schatten und Lichter. Jetzt habe ich ja Sterne dabei. Mal gucken, die Lichter kann ich. Naja, viel macht er da jetzt gerade nicht. Sieht man nicht. Schatten. So, ja, hier können wir die Schatten ein bisschen rausnehmen. Oder rein. Machen wir es mal so. Nochmal Details verbessern. Dann werden die Sterne jetzt auch. Das will ich nicht. Na, brauchen wir nicht. Okay, soll mal reichen. Jetzt gibt es noch eine Funktion, die in der Astronomie sehr, sehr häufig benutzt wird. Das ist hier Astrofotografie Hintergrund entfernen. Jetzt kann ich also noch sagen, ich möchte das hier aber schwarzer haben. So, jetzt habe ich hier Probe an die Griffposition nehmen. Ich kann jetzt hier mal so ein bisschen hin und her schieben, um zu gucken, wann es mir gefällt oder wann es zu viel des Guten ist. Dann habe ich mehr Kontrast im Ganzen, ne? So, finde ich ganz schön. Man könnte auch hier mit den Schiebereglern hin und her schieben. Dann, wenn ich den roten Bereich rausregel, nach rechts ist immer irgendwie raus, dann wird das halt grün. Gefällt mir nicht. Wenn ich den grünen, naja, ich lasse es mal lieber in der Originalausgabe. Ich habe noch eine schwarze Ausgabe. Dann wird es jetzt wieder heller. Gibt also viele Möglichkeiten, Helligkeit und Kontrast zu verändern. Muss man sich ein bisschen einarbeiten, was die einzelne Software kann. Ich gehe mal auf Anwenden. Nehmen wir mal wieder einen automatischen Weißabgleich. Mal sehen. Gefällt mir das? Ja, was haben wir hier? Automatische Farbkorrektur. Gefällt mir nicht. Das ist ja viel zu viel. Weg. Kontrast automatisch. Ein bisschen anheben. Ja, finde ich okay. Tonwertkorrektur. Ja, fand ich auch okay. Bild ist jetzt fertig bearbeitet. Mehr würde ich hier normalerweise nicht mehr dran machen. Und jedes Mal, wenn man das neu durchexerziert, dann wird es halt ein bisschen anders. Dann setze ich noch meinen Namen drauf. Oder was sagt nicht meinen? Unseren, weil das Bild ist ja nicht von mir. Das ist ja geliehen. Grafiktext.
Ich weiß gar nicht, wie man den schreibt, den Elephant Strunk. Okay. Dann mache ich auf Deutsch. Elefantenrüssel. Wenn man das speichern will, geht man hier auf Exportieren. Hier seht ihr jetzt die kompletten das Ausmaße des Mosaiks. Ist also HD, wenn man so will. Bisschen mehr als HD, ne? 2800 Pixel breit. Nicht ganz so hoch, es ist ja sehr breit bildformatig. Und dann können wir es als JPEG ruhig exportieren. Ich könnte es auch als TIFF machen, wenn ich wollte. Ich nehme JPEG. Und nenne das Ganze dann schließlich hier Affinity. Dann weiß ich, das ist das, was ich in Affinity gemacht habe. Außerdem kann man, das ist auch ganz hilfreich, auch wenn es ein bisschen mehr Speicherplatz benötigt, den gesamten Bereich, der hier vom Original über alle möglichen Änderungen und so weiter. Also meinen Arbeitsbereich kann ich speichern. Falls ich nochmal dahin zurück möchte und ich genau mit diesen Originaldateien, wie sie jetzt gerade sind, doch nochmal rumarbeiten möchte, dann gehe ich hier auf Speichern unter und speichere das als .afoto. Das ist dann also eine Arbeitskopie der Ebenen. Ne? Ich nenne es trotzdem nochmal für alle Fälle Affinity. So. Speichere das auch hier im Verzeichnis, dann kann ich es jederzeit aufrufen. So viel dazu.